Dogmeat, schnüffel mal da dran. Hol dir Kellogg, Junge. Bring mich zu diesem Dreckskerl. Du was? Jetzt Musik. Extrablatt, Extrablatt. Also, ich meine, okay. Es heißt 60 Minute Man. Und, Kellogg hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich um. Mal sehen, ob wir die vierte wiederfinden. San Francisco Sunlights. Ich hab dir doch gesagt, dass Kelloggs die beste Lieblingssorte Nase der Welt hat. Bingo. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Man könnte sich doch noch gütlich einigen. Sieht mir nach einem von Kelloggs Rastplätzen aus. Halt die Augen offen. Blutiges Verbandszeug. Ich hab dir doch gesagt, eine dass gute er die Fährte beste Nase der Welt hat. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl.
Tut mir leid. Hättest weglaufen sollen. Du bist gerade noch recht. Danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Vielen Dank für deine Hilfe. Wait, dann hab ich deine Position. Geht mir echt auf den Sack! Nützliches. Hoffentlich hat euch das letzte Lesen gefallen. Ihr hört Diamond City Radio und ich. Ihr wisst schon, ich bin's. Travis, so sieht's aus. Keep a Knockin' von Louis Jordan kommt als nächstes. Das Lied mag ich. Es ist kurz und es geht darum, dass die Leute weggehen sollen. Gwinnett Stout. Sein Lieblingsbier.
Hat Dogmeat die Fährte wiedergefunden? Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Hier mit dem falschen Sünd. Verdammt! Söldner. Anwendung extrem. Verdammt. Das muss ja eine fette Party gewesen sein. Angreifer. Waffen unverzögert. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Noch ein Zigarrenstummel.
Ray Smith, meine Damen und Herren. Ray Smith. Wir sind dran. Das spüre ich. Was meinst du, Junge? Sieh dich um. War das unser Mann? Hey, habt ihr die... Also, es gibt da diesen Artikel in der Zeitung. Public Occurrences. Junge, ich meine... Das ist schon... Also, eine Nummer. Ich behaupte nicht, dass jemand ein Sünd ist. Ich sage nicht, dass das so stimmt. Und ihr wisst schon, der Bürgermeister... Ich meine, ich wurde gebeten, hier liegt eine Stellungnahme des Büros des Bürgermeisters vor. Okay, da steht nur, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dass es, ihr wisst schon, keine Gefahr gibt und so. Schon irgendwie verrückt das alles, nicht wahr? Ich meine, komisch. Auf jeden Fall etwas... worüber man nachdenken sollte, glaube ich. Sheldon Allman empfiehlt seiner Freundin Crawl Out Through the Fallout. Aber wenn das so wichtig ist, warum war er da nicht von Anfang an bei ihr? Vielleicht mache ich mir aber auch einfach nur viele... Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Also, wir gehen mit dem Einzelner draußen und tun was im Commonwealth. Was sie tun, fragt ihr? Also, ich erzähl's euch. Ich hab gehört, dass sie die Burg eingenommen haben, die ihnen offenbar früher einmal gehört hat, aber jetzt schon eine Weile nicht mehr. Die war voller Fische oder Monster. Oder vielleicht voller Monsterfische? Keine Ahnung. Teil habe ich nicht so genau mitbekommen. Aber jetzt sind da die Minutemen und das ist gut für sie und wohl auch für alle anderen, denke ich. Also, wie wäre es mit ein bisschen Musik? War ich der Einzige, der überrascht war, dass Geeta Davis also eine Frau ist? Hat sich einfach nicht nach einem Frauennamen angehört. Thank you.
ich mir das Terminal anschauen soll, sag einfach Bescheid. Maschinen waren schon immer mein Ding. Verdammt, nichts gefunden. Schau mal, wer wieder da ist. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Ganz schön erwischt. Bin drin. Meinst du, du bist jetzt endgültig weg? Kellogg hat ihre Terminierung befohlen. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Ist mein Ziel verschwunden. Hättest weglaufen sollen. Verdammt, hab die Spur verloren. Scanner. Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Das genauso erzählt wurde. Also, so habe ich es gehört. Wir sind hier irgendwo. Offenbar ist ein chinesisches U-Boot vor der Küste gesichtet worden, das in Richtung Meer unterwegs ist. Ich denke, wir sollten wohl froh sein, dass es nicht in die andere Richtung fährt, oder? Ich schwöre es euch, ich habe mir das nicht einfach ausgedacht. Als nächstes wollte ich was spielen von Ella Fitzgerald, denke ich. Cool.
aus wie beim letzten Mal, als ich hier eine Inspektion bekam. Das wär's. Lass mal eine Diagnose laufen, während du arbeitest. Lass dir Zeit. Seltsam. Nicht komisch zum Lachen. Ich meine, ich hab den Kerl gesehen und er sah schon irgendwie furchterregend aus, aber naja, mehr weiß ich zu dem Thema eigentlich nicht. Aber wenn ihr den Typen seht oder das Kind, das mit ihm gelebt hat, dann solltet ihr das nix sagen. Oder den Wachen. Oder vielleicht beiden.
Ich weiß, dass ihr gar nicht genug bekommt von diesem Roy Brown. Ich meine, das hoffe ich zumindest, weil ich hier eine Menge Zeug von ihm habe. Und da ist er auch schon! Geschafft. Wie schön. Nach oben.